Was geht ab, liebe Freunde? Wir spielen immer noch die Mission Die Diebe von Libertalia. Und Sam ist schon irgendwie da runtergeklettert. Ich folge ihm mal irgendwie unauffällig, ohne dass ich sterbe in der Hoffnung. Wie lange brauchen wir bis New Devon? Ein paar Stunden. Alter, sieht es mega aus, oder? Wahnsinn. Oh, wow, 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 wow. Panzerfaust? Was? Hilfe! Wo lang? Oh, shit! Was soll ich denn machen? Ich häng doch noch da. Ich lebe doch. Oh, fuck. Oh, fuck. Alter, Alter. Lass doch einfach los. Ich kreis wie ein Irrer. Er lässt nicht los. Fuck. Wo bist du? No, nein! Oh, Wo bist du? Boy. Ich bin hier unten, komm schon! Er seilt sich nicht, er geht nicht runter, er will es nicht. Er will es nicht. Dann da. Okay, es war richtig. Fuck. Was geht ab plötzlich, Alter? Irgendwas sagt mir, dass Boah, schnell, von uns schnell! Endlich! Wie kommst du denn da rauf? Hier runter! Schnell! Boah! Alter! Nathan! Nathan! Steh auf, wir müssen weg! Wir müssen weg! Schnell! Was zur Hölle geht ab auf einmal, ey? Fuck! 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 Shit! Und jetzt? Fuck, kletter hoch, Alter, kletter hoch, Alter. Schnell, 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 schnell. Ist das eine Action hier, Alter. Mach, mach, ich drück den Geisteskranke, er macht nichts. Alter, wollt ihr mich verarschen, Mann? Fuck, fuck. Hast du gefunden? Boah. Heftiger Scheiß, Mann. Heftig, Alter. Hey! Lauf! Das ist Irrsinn! Lauf! Alter! Maschinerie, ey! Weg! Weg! Lauf weiter! Immer weiter! Okay. Oh, 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 oh! Zur Hölle. Oh, die haben echt die Schnauze voll von uns. Alter, fuck, fuck. Aua, das tat weh. Oh, yo, ey. Fuck, ist doch jetzt mal gut, Mann. Ist doch jetzt mal gut, ey. Wo lang jetzt? Ah, okay. Alter. Und plötzlich Totenstille. Man hört nichts mehr. Alter, unheimlich. Was war denn da gerade los, bitte? Ja, das kommt davon, wenn man sich mit einer ganzen Armee anlegt. Ohne Scheiß, dass die Brüder das einfach nicht lernen wollen. Oh, oh die fucking Nadine, ey. Die geht mir sowieso auf den Piss seit Tag 1, ey. Hey Nadine, schön Sie wiederzusehen. Au, okay, Mango, Mango. Was soll denn das heißen? Au, das ist mein Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Ah, wenn ich in Form bin? Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie, das können wir noch ändern. Im Drake trauen? Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, hey, lassen Sie uns doch mal. Jawoll. Mann, er schießt die Schlampe doch einfach. Okay, das war härter als erwartet. Jetzt komm schon. Schlag zu, Mann. Schlag zu. Finde selbst hinaus. Glauben Sie ehrlich, dass ich Sie nach all dem einfach davonziehen lasse?
wäre das Klügste. Ach komm, Sinedine, echt jetzt? Wir wissen, dass sie knallhart sind, aber wir sind zu zweit. Tja, meine Männer sind längst unterwegs. Ich muss ihnen nur Zeit verschaffen. Sofern ich das hier nicht selbst beende. Alright. Das war unser Stichwort. Komm, Sam, die waren mal platt. Komm. Na, aber nett. Mann, da krieg ich Aggression, ey. Ach, komm, Mann. Ist sie Superman oder was? Hat die übernatürliche Kräfte oder was? Komm, das ist doch Schwachsinn, ey. Ja, sicher, komm. Ich mach die ganze Drake-Bande kaputt, ey. Klar. Alter. Starker Kick, Mann. Komm schon, soll ich da nicht mehr ins Fenster rein? Soll ich da hoch oder was? Okay. Geil, endlich. Endlich mal. Der hat richtig gesessen, Alter. Der. Soll das sein? Ja, natürlich. Sie lebt noch. Komm, schieß, drück einfach ab. Drück einfach ab, Alter. Mach es, tu es. Bitte, bitte. Komm, wir müssen ihr weg, bevor sie. Scheiße. Ja, klar, Alter. Der Rafe ist am Start. Beruhigt sich wieder. Na, das ist ja interessant. Nate? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Nein. Rafe, der Typ meint's ernst. Oh, mach dir keine Sorgen, Nadine. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwetten? Na dann nur zu. Schieß doch. Sam. Wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. Von mir aus? Keinen Schritt weiter! Meinst du? So? Sam, nimm die Waffe runter. Ich hab dich gewarnt. Tu es! Rafe! Schon gut. Feuer einstellen, nicht schießen! Leg sie hin! Schon gut. Okay? Schon gut. Keine Sorge, Nadine. Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er es tut. Samuel, bist du okay? Ich glaube, du wusstest, dass dieser Moment kommt, hm? Hey! Komm schon mal! Du hast uns doch in der Hand, entspann dich! Komm schon, du bist Geschäftsmann, lass uns einen Deal machen. Oh, ein Deal? Oh ja, bin gespannt, was dir da vorschwebt! Oh, erzähl nur, ich höre. Okay, bloß. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Ja. Und gibst uns einen Anteil. Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen, okay? Freikaufen? Nathan. Ja. Er hat gesessen, für mich. Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar, er schuldet ihm viel Geld. Wow. Wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor 6 Monaten bei einer Schießerei in Argentinien. Was? Ich hab Samuel rausgeholt. Was? Oh. Oh, ich wusste es. Was hat er dir erzählt? Ich wusste es. Verräter. Was für ein Märchen hast du dir da ausgedacht? Alcazar, du hast gelogen? Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit! Augenblick! Die Sache ist, Nate, ich habe nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Tja, und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake, ein Experte für Avery, am Leben und guter Dinge ist. Es gab keinen Ausbruch. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert.
Er hat die letzten 2 Jahre nach dem 2. Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Nein. Oh doch. Das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du es widerlegen? Nate. Oh, Sam. Oh, Himmel. Nein, nein. Hör zu. Averys Schatz gehörte uns. Gehörte immer ich uns. Ich hab ein Leben für dich aufgegeben. Was für ein Bastard, Alter. Richtiger Hund. Hey, hör zu. Nate, wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft. Hat sich aus dem Staub gemacht und dich und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam, das hat mich wirklich angekotzt. Aber, weißt du, das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern, wo wir es nicht dürften. Rafe? Was? So oder so beende es. Oder ich tu's. Ihr habt die Lady gehört. Wenn dir ein Hinweis entgeht, kannst du dem Schatz Lebewohl sagen. Du hast selbst gesagt, du stößt nur auf Sackgassen. Sieh es doch ein, Rafe, du brauchst uns. Ja, du hast recht. Zur Hälfte. Ich brauche nur Sam. Warte, du machst einen Fehler. Du hast... Nathan! Oh, shit. Oh, was für eine Wendung der Story, ey. Wahnsinn. Hammergeil, ich wusste, dass es ein Verräter ist. Ich hab's mir die ganze Zeit gedacht. Irgendwie ist er komisch unterwegs, der Sam. Ich hab's mir gedacht, ey. Oh mein Gott. Nate. Hey. Was? Nate. Meine Frau, was macht die jetzt hier? Tja. Oh. Da ist es. Wer zum Teufel wohnt denn hier? Ich hab keine Ahnung. Aber es ist die richtige Adresse. Ich hab mich hier in den letzten Tagen etwas umgesehen. Ist keiner zu Hause. Jetzt geht's wieder als Kids weiter? Zu hart. Und da wären wir. Wow. Die Drake-Brüder. Scheiße, ich bin gerade mal bei 10-12 Minuten. Ich will jetzt ungern einen Cut machen, aber das ist halt echt jetzt eine komplett neue Story schon wieder. Jetzt spiele ich wieder als kleiner Junge, ey. Fuck. Okay, komm, ich glaube, ich mache einen Cut an dieser Stelle, weil das ist mir einfach nicht wert, jetzt hier einen Part draus zu machen, weil es waren gerade so viele Sachen, die gerade passiert sind, ey, und jetzt spiele ich plötzlich als kleiner Junge weiter, da muss ich das Thumbnail dementsprechend bearbeiten und nee, ich würde sagen, diese 10-12 Minuten bis jetzt, ja, das könnt ihr inne behalten, die waren richtig geil, denke ich mal, und dann sehen wir uns gleich wieder hier als Teenager. Bis dahin, haut rein, Peace.